ببغودون شفيستا إن شاء الله هيت لانن فيا بازاخن باسونن فن يوم الجمعة فخيطك إذا فن أنس فايس كيناو دس يوم الجمعة است بست تاك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة بست تاك است يوم الجمعة إن شاء الله فن أنس دفاعن يودن كريستن Und jeder hat was ausgewählt. Die Juden, die haben Samstag ausgewählt und die Christen, die haben Sonntag ausgewählt. Und subhanallah, Allah Azza wa Jal hat die blind gemacht, damit die nicht Freitag also auswählen. Deshalb, heute inshallah, fangen wir mit ein paar Sachen oder ein paar Sunnen, die fast ausgestorben sind. Ja, fast ausgestorben sind. Yawm al-Jumu'ah ist in Yawm in Paradies heißt Yawm al-Mazid. Warum Yawm al-Mazid? Am Freitag in Yawm oder im Paradies werden wir Allah Azza wa Jal live sehen. Deshalb heißt dieser Name auch Yawm al-Mazid. Fangen wir erstens, wenn du von deinem Schlaf aufgestanden bist. Es gibt ein Hadith, Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn er aufgestanden ist, der macht so, seine Augen so, subhanallah, das ist auch eine Sunna, die richtig ausgeschoben ist, und dieser Hadith, Rawahu al-Bukhari, und danach, der nimmt ein Siwak, und der macht seine Zähne sauber. Danach, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der geht in die Moschee, Fajr-Gebet zu beten, as-Subh, dieses Pflichtgebet. Erstens, er macht zwei Rakaat von Sunna, von Fajr, wo Rasulullah sallallahu alaihi auch gesagt hat, diese zwei Rakaat von Sunnat al-Fajr ist besser als was wir hier in Dunya haben. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Der verrichtet zwei Rakaat. Erste Rakaat mit Al-Fatiha und Qul ya ayyuhal kafirun. Und zweite Rakaat ist mit Al-Fatiha und Qul huwa Allahu ahad. Und der macht ein bisschen schneller. Diese zwei Rakaat macht er ein bisschen schneller. Dann geht er in Moschee. Er betet Salat al-Subh, Pflichtgebet von Yawm al-Jumu'ah. Und es gibt ein Hadith, Sahaw al-Albani rahimahullah, anna al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, قال, das beste Gebet, was man betet, ist Salat al-Subh, Yawm al-Jumu'ati, ma' al-Jama'ati. Das heißt, das beste Gebet, was man verrichtet, ganze Woche, ist dieses Fajr-Gebet, damit gemeint Pflichtgebet, im Moschee mit Gemeinschaft. Das ist das beste Gebet, was man verrichtet. Danach, nach dem Fajr-Gebet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat nicht geschlafen. Er geht arbeiten, wie andere Sahaba. Und bevor Al-Dhuhr kommt, damit gemeint auch Salatul Jumu'ah kommt, was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oder was hat er gemacht? Und was haben die auch Sahaba gemacht? Er nimmt Ghusl, Ghuslul Janaba. Yaghtasil. Gibt auch ein Hadith, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Wajib ala kulli muhtalim. Das heißt, hier in diesem Hadith, wie man das liest, werden wir wissen, dass manche Gelehrten haben gesagt, dass diese Ghusl von Yawm al-Jumu'ah ist eine Pflicht. Jeder, der Pubertät erreicht hat. Und auch nach diesem Ghusl, was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Erstens müssen wir auch wissen, es gibt ein Hadith, Rawahu al-Tirmidhi wa Ibn Dawud wa Nisa'i. Und die Gelehrten, die haben gesagt, wir wissen nicht als andere Hadith, wo richtig viel Hasanat gibt, außer dieser Hadith. Wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand Ghusl genommen hat und früh in Moschee geht, also Maschien, also zum Fuß, was wird er, und wenn er Moschee gekommen ist oder angekommen ist, richtig zuhört, und nicht andere Brüder nervt, was wird er bekommen? Er wird von diesen Schritten, jeder Schritt, er wird Belohnung von Qiyamul Layl, als ob er Qiyamul Layl verrichtet hätte, und auch als er ganzes Jahr
gefastet hätte. Das ist eine große Belohnung. Und die meisten Brüder, die denken nicht dran, obwohl es eine leichte Sache ist. Und auch ein Sünder, der auch fast ausgestorben ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keine Stack, der nimmt auch Siwak an diesem Tag. Was macht er auch? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er trägt oder zieht schöne Kleider an. Schöne Kleider an und danach er nimmt auch Parfüm. Sogar auch im Hadith steht, wenn du kein Parfüm, Männerparfüm hast, du kannst auch von Frauen auch nehmen. Das heißt, wenn du kein Parfüm von dir hast, du darfst auch ein bisschen Parfüm von deiner Frau auch nehmen. Und wenn du in die Moschee kommst, es gibt manche Leute, statt zwei Raka'at zu verrichten, auch wenn der Imam beim Predigen ist, man darf auch zwei Raka'at verrichten. Tahiyyatul Masjid. Warum? Denn der Rasul hat auch einen gesehen, der ist einfach reingekommen und der hat nicht zwei Raka'at verrichtet, einfach gesessen. Rasulullah hat ihn gefragt, hast du zwei Raka'at verrichtet? Qala lahu la ya Rasulullah. Und dann sagte ihm, steh auf und dann verrichte zwei Raka'at, aber mach ein bisschen schneller. Aber es gibt leider manche Leute, die kommen rein, die sitzen. Die wissen nicht, dass man das auch also verrechnen darf. Oder sogar auch gibt es manche Leute, die richtig intelligent sein, wie die auch denken. Die sagen einfach nur Allahu Akbar und dann sitzen. Was ist das? Das heißt, musst du, wenn du zwei Raka'at machst, dann mach zwei Raka'at, nicht einfach Allahu Akbar und dann sitzen. Hada ma tabata ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt auch manche Leute, die kommen rein und dann die stören die anderen Leute, die machen große Schritte, die machen die Reihen kaputt. Nein, Achi, wenn du reinkommst, du siehst einen Platz, der hinten ist oder frei ist, da gehst du hin und sitzen. Warum? Weil du erstens, du hast einen Fehler gemacht, dass du zu spät gekommen bist und dann du störst auch die anderen. Nein, Achi, wenn du reinkommst, du siehst einen Platz, der frei ist, geh hin und dann einfach sitzen. Und es gibt auch eine Sache, nach dem Jumu'ah, es gibt manche Brüder, die verrichten zwei Raka'at von Sunnah. Nach dem Gebet meine ich, nach dem Freitagsgebet, die verrichten zwei Raka'at, obwohl das auch falsch ist. Im Hadith Rawahu Muslim, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand diese Sunnah verrichten oder eine Moschee verrichten möchte, er muss zwei, also viermal machen, vier Raka'at, das heißt zwei, zwei, nicht nur zwei. Aber wenn du zu Hause diese Sünder verrichten möchtest, dann du darfst hier in diesem Fall zwei Raka'at machen, aber in Moschee vier Raka'at machen. Danach kommt, wenn du fertig mit, und auch jetzt auch eine Sache, Ar-Rasul hat also meistens oder von seinen Sünder die zwei Raka'at von Freitagsgebet, Al-Fatiha, und Surat al-A'la. Und zweite Raka'a, Al-Fatiha und Surat al-Ghashiyah. Oder Al-Fatiha und Surat al-Munafiqin. Ja? Nach dem Gebet, es gibt auch eine Sünde, die auch fast ausgestorben ist. An diesem Tag, normalerweise Freitagsgebet, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass ihr viel sallallahu alaihi wasallam sagt. Ich bekomme dieses Wort, wenn ihr das sagt, jedes Mal. Und dass man so sagt, ist sehr gut, auch besonders am Freitag. Und auch, es gibt auch ein Hadith, qala fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, يوم الجمعة فيه ساعة. Ist eine Stunde, egal welche Dua. Also machst, Allah Azza wa Jal wird von dir das schnell angenommen. Welche meisten Gelehrten haben dir gesagt, das ist kurz vor dem Maghrib-Gebet. Oder kurz vor dem
Sonnenuntergang. So ungefähr 15 Minuten in diese Richtung. Aber leider, es gibt Leute, die nicht diese Stunde achten. Gibt es auch manche Leute, die sagen, diese Stunde ist, als der Imam diese kleine Pause während dem Khutbah macht, das ist die Stunde. Aber mit Beweise, mit Hadith, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, es ist zwischen Al-Asr und Al-Maghrib. Ein bisschen kurz vor dem Maghrib. Manche Gelehrten haben gesagt, warum? Weil Allah Azza wa Jal hat in dieser Uhrzeit Adam alayhi salam erschaffen. Als Zusammenfassung, was man am Freitag macht, erstens, also diese Gebet von Fajr-Gebet pünktlich in Moschee mit dem Jama'a betest, weil das der beste Gebet ist. Danach, inshallah, Siwak und auch Ghusl und auch schöne Kleider anziehen und auch richtig parfümieren. Und dann auch, es gibt auch ein Hadith, manche Gelehrten die haben gesagt, dass das schwache Hadith ist. Ayatu aus Surat Al-Kahf lesen, wenn du von Gelehrten, die gesagt haben, dass diese Hadith ist, kannst du machen, wenn du von anderen Gelehrten, die sagen, dass das schwache Hadith ist, also du kannst machen, was du willst, solange diese Meinung Verschiedenheit gibt. Und dann, inshallah, gehst du früh in Moschee, wenn du zum Beispiel also diese Barakat und diese Belohnung auch möchtest. Einfach kommst du rein, verrätst du zwei Rakaat und Tahiyyat im Masjid sitzen. Besser, wenn du auch beim ersten Reihen sitzt und dann richtig zuhören. Nach dem Gebet, du kannst in Moschee, wenn du Sunna beten möchtest, vier Rakaat verrichten. Wenn du das zu Hause verrichten möchtest, zwei Rakaat, wie auch Rasulullah gesagt hat in Hadith Rawi Muslim. Und nach dem Gebet, Rasulullah hat auch meistens am Freitag nach dem Gebet, also nach dem Essen, Qaylula gemacht, diese Mittagsschläfchen auch gemacht. Und auch darfst du nicht vergessen, dass am Freitagsgebet, am Freitag gibt es eine Stunde, wenn du diese Stunde triffst, du bekommst alles, was du möchtest. Damit gemeint, wie du Dua machst. Wir haben gesagt, es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, es ist kurz vor dem Sonnenuntergang und so weiter und so fort. Aber das ist versteckt. Allahu a'lam. Deshalb, man muss richtig aktiv am Freitag sein mit viel Dua und nicht vergessen, dass du auch As-Salatu ala Rasulullah sallam auch machst, dass du sagst, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam und so weiter und so fort. Das ist die Sunnah, die normalerweise am Freitag machen können. Weil es gibt auch viele Leute, die haben das auch also richtig vergessen und die folgen nicht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, besonders an diesem Tag. Fa-Allahumma ij'alna mimman يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن يقول قولا ويتبعه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.